griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin gekommen ist, haben wir ihn herzlich begrüßt. In einer ersten Runde darüber gesprochen, was jetzt die Aufgaben und Notwendigkeiten sind im Zusammenhang mit der Erfüllung des Übereinkommens, das geschlossen wurde. Und da geht es ja um die Frage, wie kann die Zeit der Verlängerung genutzt werden, um den Rahmen dieses Übereinkommens dann auch wirklich auszufüllen. Ich habe in Brüssel deutlich gemacht, will das an dieser Stelle noch einmal sagen. Wichtig ist, dass die ökonomischen Eckdaten stimmen, das heißt, welche Art von Reformen durchgeführt werden. Das kann von der griechischen Regierung natürlich im Zusammenhang mit den Institutionen auch beredet werden. Und ich will auch hier noch einmal deutlich machen, Deutschland ist nicht die Institution, die darüber entscheidet, ob das Reformprogramm richtig oder ausreichend ist, sondern das Reformprogramm wird bewertet von den drei Institutionen und die Entscheidungen fallen dann in der Eurogruppe. Alles in allem will ich sagen, es ist uns beiden, glaube ich, daran gelegen, mir auf jeden Fall, dass wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit finden. Geist unserer Kooperation einer ist, der sagt, beide Länder wollen gut zusammenleben. Wir haben gemeinsame geopolitische Herausforderungen zu bewältigen und wir sind gemeinsam davon überzeugt, Deutschland ist es jedenfalls, dass das Friedenswerk Europa, das gerade in diesen Tagen, an denen wir an 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges denken, ein riesiges Friedenswerk ist und dass dieses Friedenswerk von jeder politischen Generation fortgesetzt werden muss. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσπαθούμε να κατανοήσουμε ένας τον άλλον και να ανταλλάξουμε απόψεις. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και άλλος τρόπος πέρα από το διάλογο για να γεφυρωθούν διαφορές όπου υπάρχουν. Και αυτή άλλωστε είναι η κοινή ευρωπαϊκή μας εμπειρία, ότι μέσα από το διάλογο μπορούμε να βρίσκουμε συνενέσεις και λύσεις. Κάνω δύο παραδοχές να τοποθετηθώ, να ξεκινήσω από δύο βασικές θέσεις της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Κατά την εκτίμησή μας δεν ήταν success story. Και αυτό διότι επέφερε τρομακτικές επιπτώσεις στην οικονομία. Χάσαμε σχεδόν το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μας και δημιούργησε τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις. Και αυτό το αποδεικνύει η έρευνα του γερμανικού ιδρύματος Hans Beckler, που φανερώνει ότι τα εισοδήματα των φτωχότερων Ελλήνων μειώθηκαν. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μια δεύτερη παραδοχή, μια δεύτερη θέση. Παρά το γεγονός ότι όλα αυτά γίνανε αυτά τα 5 χρόνια, εν τούτης είναι λάθος και απλουστευτικό να λέμε ότι για όλα τα προβλήματα και για όλα τα δεινά που μας έχουν βρει εμάς στην Ελλάδα, φταίνει οι ξένοι. Η εκτεταμένη διαφθορά παραμένει, η προκλητική φοροδιαφυγή των πλούσιων στρωμάτων παραμένει και έχοντας την συνένεση την κοινωνική στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις μπορούμε να προχωρήσουμε. Ich bin die Bundeskanzlerin von Deutschland und vertrete damit ein Mitgliedsland unter 19, die zum Euro gehören. Und die Entscheidungen über Liquidität, die Entscheidungen über die Richtigkeit von bestimmten Maßnahmen, die treffen die Mitglieder der Eurogruppe, also die Finanzminister, nachdem sie einen Vorschlag und eine Bewertung der drei Institutionen bekommen haben. Aber ich kann nichts in Aussicht stellen, Zusagen, schon gar nicht Liquidität. Das heißt also, das ist einem anderen Prozess vorbehalten. Deshalb haben wir ja auch richtigerweise am Donnerstag in einer kleineren Gruppe zusammengesessen und haben die Fragen, die damit verbunden sind, diskutiert. Wir haben nochmal den Ausgangspunkt der Vereinbarung der Eurogruppe vom 20. Februar genommen und haben darüber geredet, was jetzt passieren muss. Und das werden wir nachher auch tun, aber ohne, dass dabei Ergebnisse zu erwarten sind. Oder angefragt wird, dann werden wir das gerne tun. Aber ich kann jetzt hier keine detaillierten Zusagen machen. Herzlichen Dank.
Wir werden dann zum Abendessen gehen, aber vorher machen wir noch das Frühstück.